So, dann sammeln wir heute mal kurz in Eckernförde hier am Hundestrand und schauen mal, ob hier noch ein bisschen was liegt. Oder, Emmy? So, und es fängt schon mal gut an. Wir haben hier eine deutsche Mark. So, und jetzt haben wir hier einen Teil einer Sonnenbrille. Leider nicht komplett. Auch so interessant. Na, wie ist los? So, und nun habe ich hier einmal einen Löffel. Klasse. Kann man auch immer gebrauchen, ne? Schönen Löffel. Guck mal, hier vorne ist auch der Eingang und der Zugang zum Hundestrand. Die Sonne, die knallt ordentlich. Also ein bisschen Farbe bekommt man auch noch dazu. Sehr schön. So. Machen wir weiter. So, und hier könnt ihr es sehen. Wieder eine Münze. Das ist ein Euro. Die Verfärbung ist natürlich ein bisschen komisch, aber verwenden kann man sie immer noch. Weiter, weiter. So, und hier schon mal das erste Pull-Tipp. Machen immer tolle Signale, aber das ist nur Schrott. Und hier haben wir 2 Euro. Das läuft doch heute. Oder, Emily? Sechs. So, und hier der erste Bierdeckel. Erdinger Weißbier, alkoholfrei. Und wieder eine Münze und wir haben jetzt hier wieder einen Euro. Also anscheinend waren hier die Kollegen in Eckernförde am Hundestrand noch nicht unterwegs. Auf jeden Fall nicht in dieser Saison. Aber gut für mich. So, Signal von 56. Das sieht stark nach Münze aus. Oh, ich hab sie. Ich guck und schon wieder eine Münze. Oh, die ist schon ein bisschen weggegammelt. Ah, das sind 2 Euro. Kann man leicht erkennen. Mal schauen, ob man das noch verwenden kann irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine schöne Sache heute, oder? So, Emily ist auch wieder mit dabei. Dann kann sie auch ein bisschen rumtoben. Oder, Emily? Komm mal her. Komm her. Komm mal hier. Komm mal hier. Was ist das? 2 Euro. So, und hier haben wir mal wieder ein Pull-Tab. So, und hier nochmal ein bisschen Schrott für euch. 2-mal Pull-Tab und 1-mal der kleine Feigling. So, und hier nochmal für euch ein bisschen Münzfunde.
zweimal 10 Cent und einmal 20 Cent. Was denn, was habe ich hier? Wieder eine Münze. Einen Euro. So, hier nochmal die letzten zwei Münzfunde für heute. Einmal 50 Pfennig und 20 Cent. Aber ich finde, die 50 Cent sehen eigentlich ganz gut aus. Aber die müssen ja hier eigentlich schon ein bisschen liegen, ne? Klasse, sehr gut. So, das war's von mir. Ein kleines Sammelvideo aus Eckernförde am Strand. So, die letzten Funde für heute. Die beiden machen sich ja auch gerade gemütlich. Na, Emmy? Ja, fein. Sehr gut. So, dann packen wir mal die Sachen ein und dann starten wir ins Wochenende. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Thank you.